Beim E-Mail-Austausch mit bestimmten Kunden sollen die Nachrichten immer verschlüsselt sein. Kai, kann ich das einstellen, dass das standardmäßig für diesen Kunden, für unser ganzes Unternehmen der Fall ist, oder muss das jeder selbst machen? Markus, das geht natürlich. Dazu muss man im Exchange schon eine kleine Einstellung machen. Ich führe dich mal dort durch. Sobald du dich im Portal von Microsoft 365 angemeldet hast, wechselst du in die Admin-Konsole und dort in den Exchange-Administrator. Dort angekommen, müssen wir wieder eine E-Mail-Flussregel einrichten, die nämlich besagt, alle Nachrichten, die an eine gewisse Domäne gehen, sollen automatisch verschlüsselt werden. Wir erstellen so eine Regel über das Pluszeichen, wählen dort Office 365 Nachrichtenverschlüsselung und Rechteschutz anwenden auf Nachrichten aus. Wenn der Dialog aufgeht für die neue Regel, muss zuerst ein Name vergeben werden. Danach kann ich auswählen, auf was die Regel basieren soll. Dass der Empfänger aus einer gewissen Domäne ist und kann hier nun die Domäne eintragen. Ganz wichtig, auf das Pluszeichen anschließend klicken, sonst wird es nicht übernommen und dann auf OK klicken. Das heißt, ich hätte hier auch mehrere Domäne nacheinander eingeben können. Ja, ich kann noch eine zweite Domäne hinzufügen. Jetzt würde diese Regel sowohl auf die Domäne der Autoka365.de als auch auf hana.de greifen. Nachdem ich die beiden Domainnamen hinterlegt habe, muss ich noch festlegen, was passieren soll mit der Nachrichtenverschlüsselung. Dazu gehe ich einfach nebendran auf Bitte auswählen und kann jetzt festlegen, welche Vorlage benutzt werden soll. Und da gibt es eine Vorlage, die heißt Verschlüsseln. Bestätige das Ganze mit OK. Ich klicke auf Speichern. Und in Zukunft, wenn du eine neue E-Mail schreibst an eine dieser beiden Domänen, wird automatisch die Nachricht verschlüsselt. Wie erkenne ich das, ob diese Nachricht verschlüsselt ist, ob dann diese Regel tatsächlich funktioniert? Die E-Mail ist vorbereitet, ich schicke sie an dich raus. Und wenn du mir gleich deinen Posteingang zeigst, wirst du sehen, woran man erkennt, dass diese E-Mail verschlüsselt wurde. Ich habe deine Mail bekommen. An was erkenne ich das jetzt? An zwei Stellen. Das erste ist, die E-Mail hat ein Schloss, das heißt, sie ist verschlüsselt worden. Und das Zweite ist, dass diese Nachricht im Vorschaubereich nicht angezeigt werden kann. Das heißt auch nochmal Sicherheit, dass man, wenn man die E-Mail anklickt, nicht automatisch auch den Inhalt sieht. Wenn du jetzt einen Doppelklick drauf machst, wird die E-Mail ganz normal geöffnet. Und da steht auch nochmal dabei, dass diese Nachricht eben verschlüsselt wurde und man die auch nicht entfernen kann und wer das Ganze ausgestellt hat.